Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute kommen die nächsten Challenges raus, beziehungsweise sind schon rausgekommen, wenn ihr das Video seht. Und zwar die Leftovers Challenges. Ich weiß gar nicht, was das genau im Deutschen heißt. Überbliebenen Challenges oder so. Ja, auf jeden Fall sind das wieder die zeitbegrenzten Missionen zu den festen Missionen, die dann auch die ganze Season über drin bleiben. Habe ich noch ein anderes Video gemacht, könnt ihr natürlich auch gerne auschecken. Und jetzt erzähle ich euch auf jeden Fall, was ihr für die Challenges machen müsst, die zeitbegrenzt sind. Als kleine Information, die Challenges werden von Tag zu Tag immer freigeschaltet, jeden Tag immer eine, 7 Tage am Stück. Und am 7. Tag werden dann wieder entfernt. Ja, und die erste Challenge ist auf jeden Fall, dass ihr mit explosiven Waffen, das heißt Rocket Launcher, ich weiß gar nicht, ob Granaten auch dazu zählen, weil es ja heißt explosive Waffen, ob dann auch explosive Items dazu zählen, weiß ich nicht genau. Ja, denke ich mal, sollte relativ easy möglich sein, 250 Damage gehen auf jeden Fall klar. Danach müsst ihr, also am nächsten Tag müsst ihr dann Shotgun Eliminations machen. Das heißt, mit der Shotgun ganz einfach Kills machen. Sollte man im normalen Spielverlauf ganz easy hinbekommen. Zählt jetzt nicht zu den schwierigsten Sachen. Also dürfte auf jeden Fall möglich sein. Dann müsst ihr in Retail Row Gegner eliminieren. Beziehungsweise keine Gegner, sondern die Zombies eliminieren. Und die in der Spielwiese, by the way, nicht vorhanden sind. Aber ich denke mal, 20 Kills zu machen, also 20 Horden, ja, 20 Zombies zu eliminieren, sollte definitiv möglich sein. Glaube ich, ist jetzt nicht allzu schwierig. Danach müsst ihr Gegner einfach überleben dann im Squad oder Duo-Modus, und zwar 150 Stück. Sollte man in 2 oder 3 Runden dann auch geschafft haben, ist jetzt alles nicht allzu schwierig. Danach müsst ihr werfbare Items benutzen. Das heißt Granaten oder ja, irgendetwas in die Richtung. Granaten, Impulsgranaten, Taschen, nee, warte, Stormflip, also Sturmdreher geht auch. Also etwas findet man, glaube ich, auch in ziemlich jeder Runde. Drei verschiedene Runden einmal etwas werfen. Sollte möglich sein. Da müsst ihr als nächstes Paradise Palms and the Lucky Landing im selben Match besuchen. Dafür geht ihr hier am besten neben Paradise Palms in die Rifts hier einfach rein. Sind hier eine Menge Rifts. Und dann könnt ihr ganz einfach nach Lucky Landing runterfliegen. Sollte auf jeden Fall möglich sein. Notfalls sind die beiden Städte jetzt auch alles andere als weit entfernt. So einfach hier reingehen. Und dann einmal nach Lucky Landing fliegen. Schafft man auch in einem Rift, denke ich mal. Zumindest wenn man direkt den Gleiter öffnet. Sollte jetzt auch nicht allzu schwierig sein. Als letztes müsst ihr noch in Salty Springs oder in Frosty Flights Truhen durchsuchen. Salty Springs ist manchmal ein bisschen mehr besucht. Allerdings Frosty Flights eigentlich immer etwas weniger besucht. Sollte ihr auf jeden Fall easy hinbekommen. Das war's mit den Challenges. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne Feedback in den Kommentaren da. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.